Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers. Die letzte Folge war sehr ereignisreich, aber was für aber. Und jetzt, heute, geht es weiter mit der Reise zurück in die Hewa-Region. Mit einem neuen Teammitglied, einem Schwalbini, Mark. Oh, kann echt das Sonnenlicht blockieren, wenn's fliegt, ne? Ja. Ho hat uns nach unserer Flucht gerettet und hierher gebracht und wir sind hier jetzt in einer stinknormalen Stadt. Wow, und Pikachu. Okay. Ich dachte, ich hab grad Ho-Oh gesehen. Ja, woran liegt das nur? Veronica Town, eine friedliche Insel mit Gubengras, sag ich mal. Ja, moin. Hallo, ich trainiere mit meinem Meister. Ja, hi, ich hab eine Version von dir im Team, genauso wie von dir. Ich brauche starke Flügel, damit ich eine starke Dings... Ja, nee, der Meister ist toll. Und was ist mit dir? Mein Meister weiß, was das Beste für mich ist. Wenn er glücklich ist, bin ich's auch. Ah, also so ist jetzt der Bund zwischen Pokémon und Mensch. Ich liebe diesen Platz. Die Luft ist so klar. Die See ist ruhig und schön. Die Berge sind schön. Dieser Ort ist toll. Sogar Ho-Oh hat diesen Ort besucht. Das heißt, wir haben das Schicksal meint es gut mit uns. Welcher Keck hat eigentlich die Häuser ohne irgendwelche Türen gebaut? Cool, ich hab's mit meinen eigenen Augen gesehen. Ho-Oh ist hier gelandet. Mann, ich wünschte, ich hätte eine Kamera mitgebracht. Ja, dass Ho-Oh hier war, das wissen wir ja am besten. Nur, was mich ein bisschen wundert. Ah, hier ist es. Hier kann ich ran. Hallo, Pika. Was mich ein bisschen wundert. Warum reden diese Menschen stinknormal mit mir, während ich ein Pokémon bin? Wer ist Wanda? Also du aber. Und Pikachu? Hallo, Kleiner. Ich hab noch nie ein echtes Pikachu gesehen. So siehst du also aus. Du bist niedlich. Ich weiß, du gehörst zum Trainer, also geh weiter und sei vorsichtig. Nein, ich gehöre nicht zu einem Trainer. Ja, und wo geht's hier jetzt weiter? Hier hinten. Sieht gut aus. Ich nehme alles zurück. Muss ich surfen oder bin ich gerade einfach blöd? Hier geht's nicht weiter. Von hier komme ich. Aber ich kann doch... Hä? Letzte Folge hieß es noch, ich brauche da einen neuen Orden für. Ich habe aber keinen. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber da kann ich anscheinend eh... Oh. Aber weitergehen tut's hier anscheinend nicht. Ja. Also, warte, da hinten. Wirklich? Jetzt mal for real, ich bin gerade überfordert. Aber hier scheint's weiter zu gehen. Oder? Ah ja. Hier ist eine Höhle. Das wird schon richtig sein. Und hier gibt's wieder Gegner. Zubat. Doppelteam, Flügelschlag, Energiefokus und Ruckzuckhieb. So. Das Ding muss ich ein bisschen trainieren, bloß... Oh, Kacke, das war ja gar keine richtige Attacke.
Ein Glück, dass es hier einen Heilstein gibt. Was ist hier? Oh Gott, was ist denn hier los? Ich will jetzt auch hier nicht die ganze... Eine riesige Höhle. Ja, da kann ich das auf jeden Fall mal machen. Gibt auch gute Erfahrung. Gegen dich fliehe ich auch mal lieber. Yo, Level 18. Ich glaube, das sollte ich mir mal snacken. Außerdem könntest du mal eine stärkere Feuerattacke brauchen, Flamly. Du hast immer noch fucking Glut. Natürlich geht's da hinten weiter. Wozu bin ich hier hochgegangen? Hier liegt nicht mein Item. Ich habe jetzt halt auch keine Ahnung, wo genau ich überhaupt lang muss, wo der richtige Weg ist. Einerseits hätte ich gedacht, dass ich woanders lang muss, als ich davor... Sharp Beak, das verstärkt doch Flugattacken, oder nicht? Ja. Das war jetzt eine schwere Frage. Das ist dann natürlich auch bewusst so platziert, direkt nachdem man freaking Schwalbini ins Team bekommt. Warte, kann ich da runterspringen? Oh Gott, ich sollte leveln. Ich sollte die Pokémon besiegen. Das war eigentlich nicht, was ich wollte. Na, danke. Ich bin offensichtlich nicht so hoch gelevelt, wie ich sein sollte. Na, kacke Fell. Jetzt mal for real, ich hab das Gefühl, ich bin hier fucking underleveled. Und ich sollte auch mal gucken. Oh Gott. Heilstein vielleicht. Eine Agavenbeere heißt sie, denke ich, auf Deutsch. Wirklich? Nee, weg hier. Ich brauche auf jeden Fall einen Heilstein. Sicher verfehle ich. Sag mal, ich bräuchte einen Heilstein. Ich bin ehrlich, auf die TM kacke ich jetzt mal. Ein Ding stellt sich noch in den Weg. Danke! Ich habe das Gefühl, ich muss echt nochmal ziehen. Oh, Zitrusbeere, immer gut. Ich muss hier auf jeden Fall nochmal heftig anziehen. Und kann es sein, dass die immer den Achter bekommen? Was ein bisschen unfair wäre. Ach, das ist schon stark. Ah, wieder raus an die frische Luft. Und jetzt kommt hier eine... Wasserroute oder was? Und warum ist das Ding hier auf einmal wieder nur Level 10? Was? Das Ding entwickelt sich einfach. Das tun die anderen Pokémon nicht. Das Ding entwickelt sich einfach. Läuft. Dann würde ich aber auch sagen... Erstens ist es angelevelt und wir sind hier auf einer Wasserroute. Endivia hat die Level nicht so nötig. Endivia ist mein stärkstes Pokémon. Deswegen Pikachu.
Ich meine, das Ding kann nicht mal einen Tentacher one-hitten, ne? Okay, keine Vergiftung, das wäre mies. Ich glaube nämlich ehrlich gesagt auch nicht, dass es hier sowas gibt wie Heilsteine. Alter. Das sieht fucking verwirrend aus. Mystic Water, das ist doch ein ziemlich starkes Item. Wasserattacken werden stärker. Hast du schon was? Nein. Ja, besser als nichts. Ich werde hier aber auf jeden Fall nochmal speichern. Und wisst, was ich jetzt auch mal mache? Oder? Ist das 12 Stunden 30 oder 12 Minuten? Skype. Auf jeden Fall save ich mal. Und ich habe anscheinend irgendwie noch einen Orden bekommen. Ach, warte, für das neue Teammitglied, oder? Und dass das Ding noch lebt, ist auch ein Gag. Alter, und die Spawnrate hätte man auch ein bisschen niedriger setzen können. Oh, ein höher geleveltes. Ach, was tust du, Pikachu, tötest? Aber hey, ich habe den richtigen Weg gefunden. TM3 ist... Oh, Aquawelle. Das kann nur Dratini. Kann ich irgendwas sinnvoller setzen? Das ist schwierig. Surfer brauche ich auf jeden Fall. Komm, Paralyse ist Pikachus Bereich. Auch wenn es gut wäre, noch ein Backup zu haben, aber... und jetzt? Bitte was? Erstmal der Sprite hier. Zweitens, wie komme ich jetzt weiter? Das ist echt mies hier. Ja, hier bin ich offensichtlich richtig. Der große Vorteil, den ich jetzt schon sehe. Ich bräuchte meine Heilung langsam übrigens. Ja, jetzt müsste ich schwächere Tentoxa wie das hier one-hitten können. Danke. Dich hier nicht, oder? Nein, Vergiftung. Okay, jetzt brauche ich auf jeden Fall. Ich habe doch sicher irgendeine Beere noch da. Die halt sämtliche Statuseffekte, aber ich habe doch sicher auch... Genau. Nutzen. Oder? Die halt nur 10, aber... Die benutze ich sonst nicht. Und im Kampf brauche ich die dann nicht so dringend, weil die halt echt nichts heilen. Nicht checken. Benutzen. Ja, jetzt bin ich hier. Eine Tomatenbeere, zumindest fast. Oh nein. Jetzt beginnen die echten Wasserrouten. Jeder liebt sie und das Ding auch. Ich hab so einen Schiss, dass ich gleich nochmal vergiftet werde. Nur eine Frage, wie komme ich denn da oben hin? Yo, das wird spannend. Wirklich, ich hab's fast One-Hit gekillt. Das war ein guter...
wünscht mir Glück. Ich hasse solche Routen. Und ich weiß wieder warum. Kann ich hiermit zum Ende? Ist mir auch egal, wenn ich irgendwas verpasse, aber bitte. Oh, das war irgendwie nicht der Plan. Ich dachte, da kommt eine ewig lange Gerade. Und das hier ist mir nicht geheuer. Hä? Das kommt mir fucking bekannt vor. Also zumindest in einer ähnlichen Höhle war ich schon mal. Okay, Zubat. Alter, du kannst nicht mal einen Zubat one-hitten, Pikachu. Willst du mich verarschen? Das auf einmal schon, obwohl es ein Level höher war. Hä? Und ein Onix? Nein. Dratini, du brauchst Training. Ich würde auch sagen, ich wechsle nochmal das Pokémon. Das Spiel ist nicht leicht. Oh, Dragon Rage. Ich habe jetzt zwar keinen einzigen dieser Heilsteine auch nur gesehen, aber... Das Ding ist schneller, sicher, sicher. Du auch? Nee, du bist einfach tot. Level 23. Eigentlich bräuchten halt Flemly und Schwalboss jetzt das Training. Aber hier sind halt so viele Gesteinsmon. Da ist nichts drin. Hä, war ich hier, ey? Mir kommt die Höhle ja auch noch bekannt vor. Ja! Hier war ich schon. Das ist doch... Genau! Ich weiß nicht mehr, wer genau das war, aber das ist auf jeden Fall die Höhle, die man vom Blumenfeld aus erreicht. Das heißt, ich bin wahrscheinlich schon ziemlich nah an dem Ort, wo ich hin muss. Wieder zurück im Pokémon Square, um genau zu sein. Na toll. Ich weiß, dass ich hier gerade auch gute Erfahrung farmen könnte, aber nicht bei dem Ding. Geh mal aus dem Weg. Aber ich bin hier echt in der Höhle. Das heißt, Alter, ich wusste doch, dass mir das am Anfang bekannt vorkam. Das war ein anderer Eingang. Hier oben waren die Überreste drin, aber auch wenn sie es jetzt logischerweise nicht mehr sind. Ja, doch, das ist die Mineralhöhle. Jetzt habe ich es endgültig gecheckt. Wir kommen, ja, genau. Hier, wo wir mit Raupi waren, erst vor wenigen Folgen. Ich glaube, jeder ist müde, ne? Ja. Noch ein paar Schritte. Wir sind fast da, Team. Ah, den Rest muss ich nicht mal laufen. Stimmt, man kann Dungeon auch nicht rückwärts ablaufen. Das heißt, es wäre theoretisch nicht möglich gewesen. Hier war es halt nur möglich, weil am Ziel des Dungeons... ein Rückweg war. Aber wir sind zurück im Pokémon Square. Es hat alles noch geklappt. Boah. Günther, beeil dich, wir müssen hier raus. Die Pokémon im Square bereiten sich auf eine Jagd vor. Eine Jagd. Jetzt, wo jeder wieder seine Stärke hat, nachdem diese Jäger hier waren, sind sie sauer auf Menschen. Das heißt, sie werden jede Minute kommen. Wir
Wir glauben immer noch an dich, also kommen wir mit. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich auch bei euch mitmache. Okay, aber wo gehen wir hin? Irgendwo anders hin, okay. Irgendwo, aber nicht hierhin! Nein! Und ich habe ein volles Team, Leute. Alter, 24. Aber scheiß Attacken. Yay! Mein Lieblingsdungeon! Ich hatte schon Angst, ich komme hier nie wieder hin. Und ich wette, jetzt muss ich auch endlich zu dieser Treppe, die ich schon mehrfach gesehen habe. Aber jetzt beginnt das Ganze einfach den, Team Rot-Blau, die Situation. Auch wenn ich die Logik nicht ganz verstehe. Ach so, doch, ich bin nur ein bisschen blöd, sorry. Bin nur ein bisschen arg bescheuert. So. Jetzt bin ich wieder hier. Ich weiß, wie ich hier laufen muss, Leute. Hm? Das passiert auch noch mal in diesem Leben. Aber ich weiß, dass ich hier so laufen muss. Ich müsste gleich da sein. Ja, Flügelschlag. Ich glaube, die Attacke ist sogar echt so, oder nicht? Und jetzt... müsste... nach 38 Encountern, doch nicht direkt hier. Hi. Ja, diese Treppe. Genau hier muss ich hin. Und hier geht's dann blind in der nächsten Folge weiter. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.